Dieses Video heute ist für mich ein besonderes, nämlich es behandelt ein Thema im frühen Abschwung, das zwei Gruppen von Zusehern interessieren wird. Die erste Gruppe kennt bereits das Problem, aber hat keinen Lösungsansatz dafür. Die zweite Gruppe von Zusehern wissen gar nicht, dass sie das Problem haben, aber es verursacht Slides, Hooks, schlecht getroffene Bälle, Sockets und kostet eine Menge Länge, wenn du das nicht kennst. Der Move, von dem ich heute spreche, ist der sogenannte Abflach-Move, der Shallowing-Move, wie er gerne im Englischen genannt wird, ist eines der meistgesuchtesten Kapitel im YouTube bei den Golfvideos. Und heute siehst du meine Version und bitte bleib dran bis zum Schluss. Da sind wirklich sehr, sehr tolle Sachen dabei. Du lernst, warum das wichtig ist, du lernst, wie man es richtig macht und du lernst auch noch den Zora-Move am Schluss. Eine ganz tolle Übung von Tyler Farrell. Viel Spaß! Hallo, mein Name ist Christoph Bausek und ich bin PGA Professional im Golfclub Linz St. Florian in Österreich. Auf meinem Kanal geht es um Golf und darum, wie du dein Golf verbessern kannst. Und wenn du das möchtest, würde ich dich bitten, hier unten meinen Kanal zu abonnieren und die Notifikationsglocke daneben anzuklicken. Das ist ganz wichtig, damit wir uns in Zukunft nicht mehr versäumen. Also, wie gesagt, in diesem Video geht es um das Abflachen des Schlägers und warum das überhaupt so wichtig ist und wie wir das lernen. Machen wir ein klein wenig Theorie, was dahinter steckt. Und zwar, ich bin ja im Wasserskiclub in Gmunden, meiner Heimatstadt, Mitglied und fahre öfters mit als Beifahrer bei den Booten. Selber tue ich ja nicht Wasserski fahren, aber zuschauen euch oft. Und da sehe ich immer wieder Folgendes. Und zwar, stellen wir uns vor, der Griff hier ist das Boot. Und hier ist ein Punkt, wo ich den Schläger balancieren kann. Ja, das ist der Center of Mass des Schlägers, also der Schwerpunkt des Schlägers. Und den markiere ich hier mit so einer blauen Kugel, dass du das vorstellen kannst. Und ich sage immer, das ist der Wasserskifahrer. Und es ist so, dass das Boot zieht da den Wasserskifahrer hinterher. Und ich wohne am Traunsee und das ist ein riesengroßer See, der hat 17 Kilometer Länge. Und da kann man theoretisch den ganzen See entlang fahren. Und da wird immer hinterhergezogen, der Wasserskifahrer. Also immer in diese Richtung. Solange die Kraftrichtung des Bootes in diese Richtung ist, fährt der Wasserskifahrer hinterher. Doch meistens ist es so, dass es sehr, sehr langweilig ist, einfach nur so hinter dem Boot herzufahren. Und da möchte der Wasserskifahrer ein paar Tricks machen. Und einer der Tricks ist natürlich, dass er sich hier rausschleudern lässt, weil dann bekommt er, ja, ich habe gehört, bis zu fast 100 km/h, keine Ahnung, aber jeweils wird er sehr schnell. Und wie das die Fahrer machen in der Regel ist, dass sie zuerst ein bisschen in die gegengesetzte Richtung fahren. Das heißt, die fahren ein bisschen in diese Richtung zuerst, also weg von der Richtung, in die sie nachher fahren wollen. Das Boot zieht sie trotzdem weiter, ja, ich glaube, das kannst du dir vorstellen. Das Boot zieht sie trotzdem weiter und der Wasserskifahrer möchte quasi sich mit der Kraftrichtung des Bootes wieder vereinen. Ja. Schaut also quasi so aus. Ja. Und dieses Momentum hier nimmt er mit, um quasi sich rausschleudern zu lassen. Und das ist ein riesengroßer Geschwindigkeitsproduzent und ganz, ganz extrem wird es dann später, dann, wenn das Boot auch zum Beispiel auch noch um die Ecke fährt. Das heißt, wenn der Wasserskifahrer zuerst hierher fährt, das Boot zieht ihn, das Boot fährt um die Ecke, dann wird er richtig fest rausgeschleudert. So, was hat Wasserskifahren mit Golfspielen zu tun? Fragst du dich sicherlich. Schauen wir uns das mal kurz in den Golfschwung an. Und zwar, was wäre, wenn dieser Wasserskifahrer hier immer noch hier wäre, das Boot hier ist? Und ich bewege jetzt im Golfschwung ja meine Hände hinunter. Das heißt, die Kraftrichtung des Bootes ist jetzt ja mehr hinunter. Zumindest die ersten Zentimeter im Golfschwung geht es hinunter. Wenn da quasi der Wasserskifahrer jetzt demselben Pfad hätte, wie das Boot, ja, oder wie meine Hände, ja, dann würde ich hierher kommen. Dann kann ich zwar in eine schöne Position kommen, dass ich den Ball treffe, aber das Problem ist, dass ich jetzt hier feststecke, ohne irgendeine Körperrotation, und ich muss jetzt irgendwie hier ums Eck kommen. Ja, hier rauskommen, weil der Golfball liegt hier unten. Das heißt, wenn ich jetzt hier bin und hier nicht ums Eck kommen kann, dann muss ich irgendwas machen. Und zwar meistens bleibe ich da mit dem Körper stehen und mache mit den Händen aktiv etwas. Das heißt, ich fange dann an zu löffeln oder ich fange an, ja, zu flippen, wie man sagt, oder was auch immer. Jedenfalls kannst du dir vorstellen, dass das eine sehr, sehr timingabhängige Bewegung ist, die erfordert, dass der Körper quasi nicht mehr dreht und die sehr, sehr, ja, sehr, sehr anfällig ist für Fehler im Golfschwung. Was wäre, wenn unser Wasserskifahrer, ich versuche den nochmal hierher zu geben, dass du das siehst, wenn der jetzt nicht entlang des Bootes fährt im Abschwung, sondern der würde ein bisschen hier rausfahren, wie wir gesagt haben, also unterhalb der Linie. Jetzt könnte er quasi
gezogen werden vom Boot, hier ums Eck kommen und mit Geschwindigkeit um die Ecke kommen. Also stell dir das nochmal vor, du bist jetzt hier, jetzt bist du quasi auf derselben Kraftlinie wie das Boot und jetzt ist der Wasserskifahrer unterhalb der Kraftlinie des Bootes. Das heißt, das ist das sogenannte Abflachen, von dem wir sprechen im Golf. Und wenn der jetzt hier unterhalb ist und die Hände gehen ja quasi dann später ja nach links und hinauf, dann kannst du dir vorstellen, dass das, ja, dass der Skifahrer hier, der Wasserskifahrer, mit dem Zug des Bootes mitgezogen wird und das erzeugt Schlägerkopfgeschwindigkeit. Also ich hoffe, dass du das jetzt ungefähr zumindest verstanden hast, was ich sage. Was ich damit sagen will, ist, wenn du hier bist und den Schläger etwas abflachst, hier, dann kannst du hier mit sehr viel Energie zuschlagen. Und es hat noch ein paar Vorteile, denn wenn du nämlich den sogenannten Center of Mass oder den Wasserskifahrer hinter dem Körper hast, dann hast du einen Grund dafür, warum du dich überhaupt drehen musst. Ja, weil wenn du das nämlich jetzt nicht machen würdest, ja, dann würdest du darüber schwingen und hättest furchtbare Probleme beim Schwung. Und es ist absolut typisch, dass gute Spieler im frühen Abschwung, gleich wenn sie den Abschwung starten hier, zuerst eine kleine Abflachbewegung haben. Das heißt, das Center of Mass, also diese blaue Kugel, wenn du dir das nochmal vorstellst, geht jetzt unterhalb des Handpfads, kannst du dir vorstellen hier. Wenn man das Ganze übertrieben vorzeigt, würde das dann so ausschauen. Und das ist etwas, was die meisten Golfer erstens nicht wissen und zweitens schon gar nicht beherrschen. Und viele wissen es dennoch, weil das ist ja das Erste, womit man quasi konfrontiert wird, wenn man Slicer ist. Die das wissen, die wissen es nicht, wie sie das machen. Also bitte bleibt dran, wir reden da noch genauer drüber. Ich möchte da noch kurz zeigen, was das auslöst, wenn man das eben nicht kann. Ja? Also, wir machen jetzt zum Beispiel einen Schwung, wo wir zum Beispiel jetzt nicht abflachen. Das wäre das hier. Jetzt können mehrere Sachen passieren. Das Erste, was passieren kann, ist, ich könnte jetzt zum Beispiel so starten, der Schläger tippt nach vorne und ich komme vom Steil von außen auf den Ball. Das sind wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich 90% aller Golfer machen das. Ein riesengroßer Fehler. Ich könnte natürlich auch das anders machen. Ich könnte natürlich hier auch steil beginnen. Also das heißt dann steil übrigens, wenn man nicht abflacht. Und dann könnte ich spät abflachen. Also hier, das heißt, dann kommt man in diese Early Extension rein. Das ist eher ein Gutspielerproblem. Man sieht sehr häufig gute Spieler, die hier sind, runterziehen und dann das machen. Da kann man zwar vielleicht ab und zu richtig satte Bälle schlagen, aber das Problem ist, der Schwungpfad ist viel zu viel von der Innenseite und du wirst anfangen zum Hucken und riesen Pushes zu schlagen und ist einem, ja, ein Problem, das ich vor allem immer wieder bei jugendlichen Golfern sehe, die versuchen den Ball weit zu schlagen, dass sie das eben hier ganz brutal runterziehen und dann kommt diese Bewegung. Aber wie gesagt, der häufigste Fehler ist bei Hobbygolfern, dass sie dann den Schläger hier rüber tippen lassen und dann Probleme kommen mit Slice, mit Sockets, Kontaktproblemen, Chicken Wings und natürlich einen Haufen Länge verlieren. Weil du kannst dir vorstellen, wenn der Schläger hier und hinter dir ist und du musst ihn quasi jetzt mit dem Körper nach vorne ziehen, dann kommt da quasi der Schaft um die ganze Ecke hier. Ja, um die Ecke hier und du kannst richtig, richtig Energie erzeugen. So, sprechen wir jetzt darüber, wie wir diesen Move lernen können und welche Fehler hier gemacht werden. Der einfachste Weg, es zu lernen, ist folgender. Dass du dich einfach mal überhaupt mal hinstellst, aufschwingst und dir das Ganze mal anschaust und dann einfach mal den Schlierkopf mal hier nach hinten bewegst ein wenig. Es muss nicht viel sein, es sind ein paar Zentimeter, vielleicht mal üben ein bisschen mehr. Aber im Endeffekt geht es darum, dass du hier ein wenig den Schlierkopf nach unten bewegst. Und das schaust du dir vielleicht einmal ein paar Mal an einfach. Und dann ist wichtig, schaust du zum Ball oder zum imaginären Ball und machst es einfach einmal. Okay, einfach hier hinstellen und es einfach mal machen. Und dann machst du mal einen Schwung und schaust mal, wie sich das anfühlt. Und ich sage dir gleich, das fühlt sich, wenn du das nicht machst, und es ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du diesen Move nicht machst, dann wird sich das absolut krank anfühlen. Und im ersten Moment wirst du glauben, du wirst den Ball nicht treffen. Bitte mach trotzdem weiter. Eine sehr gute Kontrolle wäre es natürlich, wenn du dich natürlich filmst. Wenn du filmst, bitte schau immer, dass du die Kamera gegenüber von den Händen hast und ungefähr auf Höhe der Hände, ja, wenn die Kamera platziert ist. Dann kannst du eben schauen, hier, ob der Schlägerkopf ein bisschen das macht oder ob er eher das macht oder ob er gleich bleibt. Da kriegst du ein bisschen eine Idee, ob du abflachst oder nicht. Also der erste Tipp, den ich geben kann, ist, mach es einfach. Probier es einmal. Manchmal macht man es sich zu kompliziert. Oft reicht es einfach, sich einfach bewusst zu machen, dass man das machen muss und dann geht's. Der häufigste Fehler, den ich hier sehe, ist, dass wenn man versucht, das zu machen,
das hier, dass man beginnt mit der linken Schulter raufzugehen und im Becken Richtung Ball geht. Das ist diese sogenannte Early Extension und das ist wirklich das, was du nicht möchtest. Wichtig ist, wenn du das machst, dass du mit der linken Schulter tief bleibst, wenn nicht sogar mit der linken Schulter noch ein bisschen mehr runter Richtung Ball gehst. Das heißt, es schaut ein bisschen dann nur mit dem Körper so aus und nicht so. Also weil man möchte ganz gerne das instinktiv machen über den Körper. Bitte nicht, links tief bleiben und das ist eine separate Bewegung mit den Unterarmen, Armen und Händen. Ja, also das machst du einfach jetzt so und bleibst links tief. Ganz, ganz wichtig, du möchtest hier wieder diesen Flex vom Setup wieder bekommen, bis der Schläger ungefähr hier ist in der Position. Und du möchtest nicht das machen. Ganz, ganz wichtig, wenn du das machst. Das ist der häufigste Fehler, wenn Leute abflachen lernen. Es gibt ein paar Drills, die wirklich, wirklich gut helfen, das zu lernen. Aber einer hat mir immer sehr gut gefallen und der ist von Tyler Farrell von der Smart Golf Academy. Der muss ich Credit geben, weil ich glaube, den habe ich von ihm gelernt. Das ist der sogenannte Zorro Move. Der Zorro Move ist eine Drillserie, die ungefähr dann so ausschaut, dass du zuerst den Schläger hier hinauf gibst und auf parallel zum Boden hingibst. Im Prinzip machst du also das hier. Und jetzt möchtest du Folgendes machen. Jetzt möchtest du einfach mal den Schlägerkopf, der jetzt parallel ist, also zum Boden oder beziehungsweise gegenüber von der Hand ist, einfach mal ruhig fallen lassen. Du kannst ruhig mal so 30, 40 Grad hinunterfallen lassen. Einfach hier. Okay? Und ich sage dann immer so blopp. Ja, macht blopp. Ich arbeite ganz gerne mit akustischen Signalen oder Wörtern, damit man sich das einfach irgendwie merkt. Blopp. So, das ist das, was wir wollen. Blopp. Das heißt, immer das ist das Fallgefühl des Schlägerkopfes. Wenn du das dann ein bisschen genauer haben möchtest, möchtest du die Schlagfläche so drehen, dass sie ein wenig Richtung Kamera schaut. Sprich, das Handgelenk hier ein wenig in diese Richtung drehen, wenn du plopp machst. Also es ist hier und plopp. Das wäre so ein bisschen genauer, weil dann hättest du auch keine offene Schlagfläche, wenn du das machst. Weil wenn du nämlich den Shallow Move machst und du hast die Schlagfläche offen, so wie hier, das wird dann nichts bringen, weil dann schießt du den Ball einen Kilometer rechts. Deswegen machen ja viele Golfer nicht, weil sie den Shallow Move nicht haben. Wenn du aber hier ein bisschen wegdrehst und den Shallow Move machst, dann kannst du trotzdem vom Gefühl nach rechts schwingen und bekommst trotzdem einen Ballflug, der sehr gerade geht oder traut sogar. Also, das ist der Move. Hier, wegdrehen, zack. Und dann gibt es eine hübsche Übung, die Tyler immer dann gemacht hat. Und zwar hat er die Leute immer so aufschwingen lassen bis ungefähr hierher. Und dann hat er gemacht diesen Blob-Move. In dem Fall ist das nach hinten hier. Also es ist hier, Blob und durchschwingen. Hier, Blob und durchschwingen. Und du kannst es noch extremer machen dann, dass du nicht hierher schwingst, sondern einfach nur gerade nach vorne, so hier. Und machst Blob und hier. Ja? So Blob und hier. Schaut so aus. Und das ist eben der Zorro-Move. Das schaut aus, wie wenn ein Zorro so fechten würde. Also wie gesagt, eine Tyler Farrell Idee. Und der hat gesagt, das ist der Zorro-Move, also gefällt mir sehr gut. Und schaut dann so aus, okay? Und wenn man das Gefühl hat vom Zorro-Move, ja, dann kann man sich einmal hinstellen, kann man auch aufdehnen. Ich spare mir das ganz kurz. Und dann kann man zum Beispiel die erste Übung so machen, dass man hier raufschwingt und dann den Zorro-Move macht und mal kleine Schläge macht. Der war jetzt nur 30 Meter weit, nichts Besonderes. Das wäre die erste Form. Einfach mal hier nur gerade nach vorne und daher. Wenn man das dann verstanden hat, was der Shallow-Move ist, dann kann man das ein bisschen reduzieren. Und sagen, okay, jetzt schwinge ich einfach mal hierher und mache ein bisschen ein Zorro. Also hierher und mache ein bisschen ein Zorro. Und wieder nur so 30, 40 Meter. Einfach lässig nur diese Bewegung mal spüren. Und wenn du das dann später verstanden hast, wie das Ganze geht, dann schwingst du dann ganz normal auf und dann machst du den Zorro-Move. Übrigens, einer der häufigsten Fehler, die ich sehe, ist, dass Hobbygolfer dann beginnen, den Abflach-Move, also diesen Shallow-Move, wie es im Englischen heißt, diesen Abflachbewegung schon im Aufschwung zu machen. Also dass sie so aufschwingen und dann schwingen sie noch tiefer auf. Das heißt, man muss schon aufpassen, bitte, dass man steil genug ist mit dem Schaft im Aufschwung. Da hilft es eben sehr, dass man hier sich vorstellt, dass der Schläger fast vertikal steht, bevor man das macht. Da habe ich übrigens ein gutes Video dazu gemacht zum flachen Aufschwung. Das solltest du dir unbedingt anschauen. Und wie gesagt, wenn du jetzt dann das dann hier machst, schwingst du hier auf und machst den Zorro-Move und zack. Eine kleine Bewegung, einfach um das Gefühl zu bekommen. Das ist jetzt ein Drill oder eine Art zu denken, die nicht jetzt morgen auf der Runde gleich funktioniert, wenn du jetzt auf den Platz gehst, sondern das ist etwas, was du über einen langen Zeitraum trainieren solltest. Aber es ist absolut wert, dass du an dieser Bewegung, an diesem Shallow Move, an dieser Abflachbewegung arbeitest. Und jeder, der diesen Move gelernt hat, wird dir bestätigen, dass das absolut golfschwungverändernd ist im positiven Sinn.
Schaut jetzt bitte unbedingt dieses Video an, da geht es um die parametrische Acceleration. Das ist auch ein Konzept, das hier unbedingt zu diesem Video absolut dazugehört, dass du ein Gesamtbild bekommst von der ganzen Geschichte. Absolut empfehlenswert, bitte schau rein, wir sehen uns gleich drüben auf der anderen Seite. Tschüss!